Ja, hier, schön. Der Deutsche Fußballbund wird ab 2027 bis 2034 eine Ausrüstungspartnerschaft mit der Nike Incorporated eingehen. Der Amerikaner. Nike wird alle Nationalmannschaften des DFB ausrüsten und den deutschen Fußball in seiner Gänze fördern. Ja, in seiner Gänze. Ja, Adidas war gestern. Ich meine, das haben wir schon mal hier in unserem Land, eine Weltmarke, Adidas, ja, eine Weltmarke. Ja, ich rufe ihn morgen an. Ich rufe ihn morgen ab an. Ja, Adidas hat so wenig geboten und wir sind seit es Adidas gibt, ist unser. Was ist denn das für eine Musik? Ah, hier. Seit es Adidas gibt, sind wir mit Adidas, also wir nicht, aber die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen. Ist bereits Ausstatter der deutschen Leichtathleten. Die haben einfach mehr. CJ ist Carsten Jahn. Die haben einfach mehr bezahlt. Wir im Ruhrpott sagen Nike, ja. Oder die Amerikaner Nike, glaube ich. Ja, die sagen, glaube ich, Nike. Millionen, ja. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie komme ich auf 17 Millionen? Ist halt, ich meine, Adidas ist mir auch nicht sympathisch, aber wir haben wirklich, wir haben einen Ausrüster mit Weltformat, weltbekannt. Adidas wird in allen Kontinenten getragen. Ist jetzt nicht so irgendwie hinter Dupfing, ja. Die haben sogar bei der EM in der Vorbereitung sind die sogar in Herzogenaurach, ja. Puma könnte es auch sein, ja, hätte auch sein, hätten wir auch machen können, die werden wahrscheinlich. Wird Nike gesprochen, ja. Ich finde das. Würden die Amerikaner auf Adidas umsteigen? Ja, wobei, wenn es um Kohle geht, dann ist bei denen der Patriotismus auch vorbei. Ja, muss man auch mal sagen. Doch scheiße. Beweisen Foto, dass du kein T-Shirt hast. Ich habe von Nike nichts. Ich habe von Nike gar nichts. Ich habe von Adidas nichts. Ich habe eine Everlast-Jogginghose. Puma gehört den Franzosen, das wird immer besser. Der Franzmann auch noch. Jeder Tritt ein Brit, jeder Stoß ein Franzose, jeder Schuss ein Russ. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Fertig. Ja, Pardon wird nicht gegeben. Warum auch? Ja, es gibt keinen Grund. La la la. Selbst die DDR-Fußballauswahl hatte Adidas. Weißt du da was, Oberlausitzer? Ist ja interessant. So, Kollegin aus meiner alten Schule ruft aufgelöst an. Dritte Klasse, also Grundschule. Wie alt sind die in der dritten Klasse? Neun. Neun. Zehn. Thema war. Regenbogenfamilie, alles als klar war, was eine Regenbogenfamilie ist. Hier zwei Väter mit zwei Kindern, zerrissen muslimische Schüler das Material, spuckten drauf und fluchten über Schwuchteln. Was nun? Weiter unterrichten? Tja, Kollegin. Thorsten so gewählt, ja, an der Stelle, ja. Kollegen im Lehrerzimmer haben natürlich geraten, nicht nachzulassen, die Reaktion zu thematisieren und weiter, ja, genau. Und weiter Verständnis für schwule Väter zu stiften. Viel Spaß. Nur, es muss wohl recht drastisch im Unterricht abgelaufen sein. Die Kollegin sieht sich dazu gar nicht in der Lage. Schwierig. Was hat eigentlich die Regenbogenfamilie in der dritten Klasse Schulunterricht überhaupt in der Schule zu suchen, ja? Was soll das? Ja? Was ist das für eine beschissene Ideologisierung? Und ich sage mal ganz ehrlich, also da gebe ich sogar den Muslimen recht, ja? Das finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Also ganz ehrlich, ja, dass die noch einfach da auf korrekt einfach gar nichts geben und sagen, nee, ja, einfach nee, ja? Und jetzt haben sie den Salat, ja? Es war immer klar, dass das nicht zusammenpasst hier. Irgendwie jeder treibt es mit jedem und jeder ist irgendwie alles geschlechtsmäßig und dann die urkonservativen, traditionsreichen Familien hereinholen. Ja? Bum, bum, bum.
Bing. Ja, wirklich. Nee, das war doch immer klar. Das war doch immer klar. Und sie machen es, damit wir aufeinander losgehen, ja. Damit die irgendwann ausflippen. Das ist ja vielleicht, das kann vielleicht ein Grund sein. Es ist einfach nur hammerhart, ja. Da haben die kleinen Racker ja mal was richtig gemacht, genau. Vor allem aber auch, also Kollegen im Lehrer, was sind das für absolute, die haben doch, die kennen doch das Ganze, jeden Tag erleben sie diese muslimischen Schüler. Nicht nachzulassen, die Reaktion zu thematisieren. Ja, also wir machen jetzt mal einen Stuhlkreis aus Hakan und Murat. Ich finde es wirklich nicht so okay von euch, dass ihr da jetzt, also wirklich, das müssen wir mal thematisieren. Und Ali und ja, wer bist du nochmal? Weiß ich nicht. Du bist ja auch dabei gewesen und ihr habt ja auch auf die Materialien gespuckt und habt sie zerrissen. Also da würde ich jetzt gerne mal von euch auch mal irgendwie eine Stellungnahme hören. Hakan, fang du mal an. Ja, irgendwie. Was willst du, du Otze? Ja, irgendwie so dann. Ja, keine Ahnung. Bastarden, Alter. Mal Grüße an die Mods rausschmeißen, sehr gut. Erstmal bei den Eltern anrufen für das gottlose Material entschuldigen, sehr gut, richtig. Polizei informieren und Gefährderansprache verlangen, sehr gut. Es ist nun mal ein Zielkonflikt, du kannst Regenbogen haben oder den Islam, beides gleichzeitig geht nicht, sehr schön. Wie war die Schule? Ja, da haben wir es, ja. Mein Gott, echt, ich weiß, ich kann leicht daherreden, ich habe keine Kinder mehr im schulpflichtigen Alter und habe den Scheiß nicht am Laufen. Und soweit geht jetzt meine Missionierungsbereitschaft auch nicht, dass ich da jetzt noch irgendwie mich irgendwo einmische in der Schule. Ja, also wirklich nicht. Ja. Aber naja, wenn ich gefragt werde, dann kann man ja mal, kann ich ja zumindest mal dazu beitragen, in der DÜ mal das anzusprechen, wie es im deutschen Klassenzimmer zugeht. Aber sie unterschätzen auch die natürlichen Abwehrkräfte der Kinder. Ja, und die gibt es nämlich auch. Ja, nicht nur die Schülerin in Mecklenburg-Vorpommern und anderswo, die man vielleicht ein bisschen, die bekannt wurden, sondern da gibt es viele, viele, die da gar keinen Bock haben auf diesen ganzen queren Woken-Scheiß. Und sieht man auch an den Umfrageergebnissen bei den unter 18-Jährigen. Da ist die AfD ganz weit vorne. Vielleicht hast du mal Enkel, die sie, Celine, ja, schaut zwar jetzt noch nicht so aus, aber du hast recht, aber dann bin ich dann auch wieder gefordert. Gesamt in Familie remigrieren, aber auch mit dem Regenbogenquatsch in den Schulen aufhören. Das ist ja das Schöne, die Woken zerfasern sich selbst, die pampern die Migranten und die Homosexuellen. Die Migranten sind aber homophob. Und was nun? Als erstes die AfD verbieten und dann noch ein paar Demos gegen rechts. Das hilft ungemein. Ja, das finde ich schon richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Wörter, die man als weltoffener, toleranter Mensch in unserer freien Gesellschaft nicht sagen darf. Band 1. Ja? Band 1 von 10. Ja? Ehrlich. Und das ist ja auch das, was hier in unserem Kanal wirklich, ich sag's mal ganz ehrlich, ich scheiß drauf, ja. Ich scheiß auf euer korrekte Political Correctness. Ich scheiß drauf. Das ist alles total verlogen und alles einfach nur Bullshit, ja. Da haben wir keinen Bock drauf, ja. Lasst es sein. Wir wollen Klartext, Wahrheit und Klarheit, ja. Und nicht hier irgendeine verschwurbelte, da ist der verletzt und der ist gekränkt, ja. Und, ja, das ist das Leben. Hallo, wach, ja. Ehrlich, Wahnsinn, ja. Hier die Pussys, die hier echt andauernd irgendwas hier mit Ricarda Lang, ja, die adipöse, krank, die ist krank, die Frau. Es tut mir leid, sie ist krank, sie ist wahnsinnig dick, ja. Wenn ich das nicht mehr sagen darf, ja, dann sperrt mich ein, okay, ja. Aber wirklich, dann weiß ich aber auch, was mit euch los ist. Das weiß ich jetzt schon. Nee, wir scheißen drauf. Wir scheißen einfach drauf, ehrlich, ja. Das ist echt, auf diese Schneeflöckchen-Kacke habe ich keinen Bock, ja. Wirklich. Rudi, Servus, mein Lieber. Susanne! Guten Abend. Nee, also es ist wirklich,
Diesen Triggerregelung auf YouTube nervt auch. Adipös. Schwere Knochen und viel Wasser. Ja, viel Wasser. Wahnsinn, wie so, es ist doch wirklich, nee, ehrlich, ich echt, das fand ich immer schon so dermaßen widerlich. Darfst du immer Neger sagen, darfst du immer das sagen, darfst du immer das sagen. Ach komm, ehrlich, echt, lasst mich in Ruhe, ehrlich, macht euren Krank. Peter Artner. Im Englischen heißt es übrigens morbidly obese, tödlich übergewichtig, ja. Interessiert mich nicht. Übrigens, fällt mir gerade so ein, China hat OnlyFans verboten, gebannt in China. Ja, kannst du mal sehen, wie die ihre Leute vor dem Dreck bewahren. Kein TikTok in China, jedenfalls nicht das gleiche wie bei uns. Nicht, dass ich das verteidige, dass China zensiert, aber in dem Fall, sage ich mal, kann ich sie sogar verstehen. Ja? Kann ich sie sogar verstehen. Wenn überhaupt, dann ohne Ton ansehen. Die Rumpfuchtelei ist ganz witzig. Zitat: Das Klima ist letztlich das Klima. Das sagt ihr da wirklich. Ja, aber ich werde ihn. Oh, doch. Ich werde ihn aber nicht. Das läuft hier 9 Minuten. Ja, das machen wir jetzt mal ganz ein bisschen nur. Eine Minderheit verhöhnt ihn gar. Schaut euch mal den Gesichtsausdruck an, ja. Also ich meine, Entschuldigung, das wirkt jetzt nicht auf mich, als ob der Mann bei vollster Gesundheit wäre. Muss man ganz ehrlich sagen, ja. Und dann auch dieses Hemd, ja, ohne Krawatte. Was ist das eigentlich alles für ein Auftritt, ja? Das ist doch alles nur ein Witz. Den kannst du nur ohne Ton anschauen, ja. Am besten auch nicht so groß, ja. Das ist auch irgendwie bedrängend und übergriffig, ja. TikTok kommt aus China, aber die haben in China ein anderes TikTok. Ja, da kommt der ganze Dreck nicht, der bei uns kommt. Demnächst auch in Ihrem Garten. Mit diesem Monstrum wirbt das Habeck-Ministerium für die Wärmepumpe. Ich meine, es ist. Wie oft willst du die Scheiße eigentlich noch zeigen? Ja? Wir haben Außentemperaturen von minus 6 Grad aktuell. Da hast du so ein kleines Atomkraftwerk im Hof stehen. Ja? Schön vorm Fenster. Ja? Gott. Doch, bitte auf! Das ist doch ein Witz! Außerdem möchte ich nicht wissen, 170 Jahre alten Altbau, ich möchte nicht wissen, was dieses Monster wirklich kostet. Ja? Sagen, nein, das wird noch nicht gesagt. Sie sagen, es geht. Ja? Wann war, kann man da drin wohnen? Er ist so ein Tiny House. Ja? Damit werben die. Leute, damit werben sie. Da kannst du hier, kannst ein Fundament bauen. Das ist ein Fundament. Das ist wie ein Haus. Wahrscheinlich noch schwerer als ein Haus. Was weiß ich, was da für Technik drin ist, die dann auch entsprechend Strom kostet. Leise auch nicht wirklich, wahrscheinlich. Expertinnen hier vorne zu interviewen Und und ich. wenn Sie sich auch mal auf YouTube oder auf der Landtagsseite ein paar Debatten auszugsweise anschauen, dann werden Sie sehen, dass die AfD mit permanenten verbalen Grenzüberschreitungen, mit Skandalisierung, mit Eskalation verbaler Art und dergleichen mehr dort wirklich eine toxische Stimmung erzeugt. Und das ist wirklich ein Problem. Und ich bin eine Pussy. Ich bin da so ein ganz Sensibelchen, ja. Also ein Schneeflöckchen ist ein stabiles Gebilde dagegen, ja, gegen mich, ja. Also da bin ich, also wirklich, da bin ich ganz sensibel und mit ihrer Rücksicht fordere ich da wirklich ein, ja. Toxische Stimmung erzeugt. Und das ist wirklich ein Problem in zweierlei Hinsicht. Erstens, dass wirklich Abgeordnete zerbrechen unter dieser Situation. Also ich führe ja auch Seelsorgegespräche mit Abgeordneten und wir haben eine ganze Reihe von Abgeordneten, die wirklich schwer unter Oh. den Bedingungen im Thüringer Landtag leiden. Ja, dann geh einfach raus, wenn du leidest und wenn es in der Küche zu heiß ist, dann sollte man rausgehen. Dann ist man für den Job nicht gemacht.
Egal. Was ist denn mit den AfDlern im Bundestag und in den Landesparlamenten? Ihr dreht den Spieß gerade oben. Das stimmt einfach nicht. Ich habe von einem AfD-Abgeordneten im Bundestag gehört, da hat ein FDPler von dem ausgespuckt. Und die ganzen kleinen Sticheleien, Bundestagsvizepräsidenten und so weiter, die Angriffe, die Farbbeutelangriffe, die körperlichen Angriffe, was willst du denn von mir? Du Gummibärchen, ja? Was willst du denn? Ja? Und deine jammernden, muss ich echt sagen, auch die AfD jammert auch nicht, ja? Wahnsinn. Es gibt eine ganze Reihe Abgeordneter, die sich jetzt zurückziehen aus der Arbeit im Thüringer Landtag. Wir haben dieses Jahr Wahlen. Und viele Abgeordnete, von denen ich sagen würde, die haben ihre besten Jahre eigentlich noch vor sich. Die steigen jetzt aus der parlamentarischen Arbeit aus. Fast alle Bildungspolitiker gehen uns verloren. Jetzt zum Herbst hin. Das halte ich jetzt mal für einen Gewinn und für keinen Verlust. Ja, weil wir auch da hockt und alles ist doch alles einfach nur noch, was sind denn das für, es ist doch nicht meins. Das ist so gar nicht. Eine große Herausforderung sein wird, da weiterzuarbeiten. Wir haben eine überdurchschnittliche Zahl von Krebsfällen, Krebserkrankungen im Thüringer Landtag in dieser Legislatur gehabt. All diese Sachen sind wirklich bedenkenswert und gravierend. Ja, und jetzt sagen wir, wir schmeißen die AfD. Was ist überhaupt der Sinn von der ganzen Veranstaltung? Ja? Sind die jetzt total durchgeknallt oder was? Ja, was ist denn, langsam bin ich echt genervt. Ja. Was ist denn das für eine Scheiße, ehrlich? Was ist denn das für ein, Krebserkrankungen. Ja gut, dass der Ugo in 2 Jahren ein Krebsmedikament hat, nachdem er alle erstmal abgespritzt hat. Ja, oder fast alle. Sind die noch ganz normal? Ja. Erzählt irgendwas von Krebserkrankungen, als ob die AfD, sag mal, geht's noch? Bekommt der Habeck eigentlich noch sein Jackett zu? Frage für einen Freund, richtig, das ist auch so eine Sache. Geht's? Sie sind doch hammerhart, Leute. Bin ich denn der Einzige, der das irgendwie hammerhart findet? Die haben doch wirklich komplett den Arsch offen. Das ist doch einfach nicht mal lustig. Ja? Was redet denn der überhaupt für einen totalen, wahnsinnigen, breigen Dreckschwachsinn? Ja? Was ist das denn für ein geistiger Superdünnschiss? Was haut denn der da irgendwie raus? Ist der noch ganz normal? Hört der sich eigentlich selber irgendwie zu? Vernimmt der bewusst, was er da sagt, entweder in dem Moment, wo er es formuliert oder wo er es ausspricht, sich selber hört, hört er? Nein, er hört es nicht. Der ist ganz woanders. Das kann doch gar nicht anders sein. Das ist doch Wahnsinn. Wirklich, also sowas von dumm, was Krebserkrankungen, psychische Probleme, die hattet ihr schon vorher, die habt ihr in das Parlament mitgebracht. Ja, halt dein Maul. Die steigen alle aus, weil sie etwas merken und die Kiste langsam zu heiß wird. Ja, seine Leute, die noch die besten Jahre vor sich haben, die denken sich, die will ich aber nicht im Knast verbringen, ja, wenn es geht. Das, meine lieben Herren, solltet ihr auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen, ja. Das Bild heißt Kartoffelesser, also wohl Kartoffeln. Ah, Peter sagte mir, das Bild heißt Kartoffelesser, also es sind es Kartoffeln, die sie da gegessen haben. Nochmal, das, liebe Herren, solltet ihr niemals, niemals nicht machen. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn die Frau den Beischlaf verlangt, darf der Mann nicht verweigern. Umgekehrt ist es natürlich ein ganz anderes Thema an der Stelle. lieber eine Runde Counter-Strike spielen? Nee, tut mir leid. Ja? Es ist von ihr natürlich auch ein bisschen übergriffig. Ja, es ist von ihr auch ein bisschen übergriffig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Kopfschmerzen. sie hat doch immer Kopfschmerzen. Gott sei Dank habe ich da kein... die Alte geht halt immer zu jemand anders dann. Ja, klar. Ja. Wenn so rollig ist, oh hart, das habe ich mir richtig unbeliebt gemacht, ja. One of the greatest moments in Track and Field History, eine der größten Momente in
in der Leichtathletik, und zwar im Dreisprung. Das ist übrigens ein Russe, glaube ich. Ja, das ist relativ abartig. Ja, ich sage ja, wir machen heute buntes Programm. Und heute hatte ich irgendwie, ich meine, ich sammle ja schon seit Tagen und Wochen. Here he goes again. Zack, 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 über die 18 Meter. Hammerhart, hammerharter Dreisprung. Boah. Wirklich brutal. Wirklich brutal, wirklich brutal. Also muss ich ehrlich sagen, das ist auch ziemlich geil. Hello, how are you doing? I'm good, thank you. How are you? I'm good, I'm good. Could I have the smoky barbecue pork? Smoky barbecue pork, good choice, good choice. Also er will smoky barbecue pork, also gegrilltes Schwein. Is it halal? Und er fragt, ob es halal ist, Schweinefleisch. What? What? Ask again? Is it halal? Is smoky barbecue pork halal? Is smoky gegrilltes Schweinefleisch halal? Yes. Hello. Ich glaube, ich habe den schon gezeigt, aber er ist immer wieder geil. Es ist ein geil. Einfach nur cool, ja. Schwangere gehen doch immer so, ja, das ist ja köstlich. Also oft mit Zigarette im Mund, habe ich meine Obencam denn an? Wo ist denn meine Obencam? Ja. Ja, scheiße. Ja, nee, oder? So. Frauen, schwangere Frauen gehen ja so. Oder so, immer so. Und dann gehen sie zurück.